Peace Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht für mich jetzt ins Poema del Mar. Das ist ein riesen Aquarium mit Haien und Fischen und so weiter. Ich glaube mal das größte Aquarium in Gran Canaria oder Spanien oder sowas, keine Ahnung, oder ähnlich. Genau, ich bin jetzt mit dem Bus vom Hotel circa eine halbe Stunde hierher gefahren. Busticket hat 6,25 Euro gekostet und Eintritt ins Aquarium 25 Euro. Also die Preise gehen in Ordnung. Stabile Preise. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Ich muss jetzt noch zu Fuß etwa 5 Minuten laufen und dann müsste ich eigentlich da sein. So, Google Maps ist schon an. Das ist hier die Hauptstadt von Gran Canaria. Las Palmas. Morgen geht es für mich dann zum Surfen, Surfkurs. Habe ich vorhin gebucht, 50 Euro. Wird auf jeden Fall sehr nice. Auch ein unvergessliches Erlebnis sein. Safe, also Freunde. Surfen wollte ich immer schon mal irgendwann auf den Wellen richtig so reiten, surfen. Es wird einfach geil sein. Safe. Darauf freue ich mich jetzt schon. Nice. Okay. So, erkundigen wir mal ein bisschen. Hier Las Palmas, würde ich mal sagen, oder? Ah ja, da vorne sehe ich schon Poema del Mar Aquarium. Las Palmas, Gran Canaria, Español, Amigo. Despacito, was glaube ich? Scheiße, Digga. Ja. Eine sehr schöne Hauptstadt auf jeden Fall, Las Palmas. La Palma, 435 de Barcelona, de Madrid, España. Lauf ich richtig überhaupt, Vogel? Ich weiß nicht mal, ob ich richtig laufe. Scheiße. Egal, ich laufe glaube ich schon richtig. Wenn ihr mal nach Gran Canaria kommt und Urlaub hier macht, dann kommt nach Las Palmas, Malacas. Kommt ihr her. Okay. Ich gebe euch danach mein Fazit, meine Bewertung vom Aquarium. Das muss auf jeden Fall sein, immer alles hier bewerten. 1 bis 10. Und dann ist der Hase auch gegessen, meine lieben Friends. Ne? Hier ist so ein Einkaufszentrum. Mit Burger King, Levis, Guess, Makala, Ace, Sport. Sportshops, nicht schlecht. Achso, lol, ich laufe über Rot. Sorry. Oder ne? Doch, ich laufe über Rot. Sorry. Wir nähern uns dem Eingang. So, Poema del Mar Aquarium, Garantia al Aeroparque. Sehr nice. Hier ist auch direkt der Hafen. Was für ein Hafen ist das? Keine Ahnung, aber ich glaube mein Frachthafen oder so ähnlich. Kann das sein? Oder kann es nicht sein? Ich glaube schon. Zack. Wir sind drinnen, Freunde. So, wir sehen uns gleich wieder. Eieieiei. Was ist das denn? Erster Eindruck? Nicht schlecht. So, es geht weiter. Wir nutzen die Energiepflanzen. 30.000 Tiere. Was? Okay. So, es geht nach oben. Ah ja. Okay. Also hier sind erstmal die kleinen Fische und dann geht es weiter mit den Riesenfischen. Ne? Wildtiere. Eieieiei. Was haben wir denn da? Der Nachbar von den Signaturen Madagaskar. Aha, aus Madagaskar. Junge, Junge, Junge. Hä, sind das echte Fische oder ist das hier animiert? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay, das sind echte Fische. Ich dachte gerade, das sah irgendwie so surreal aus, irgendwie, keine Ahnung. Junge, Junge, Junge.
Die sehen aber echt gruselig aus, gell, mit ihren Zähnen, Alter. Mach mir ein bisschen keine Angst, Kollege. Affenbrotbaum. Ja, okay, da haben wir ein paar Schildkröten. Okay. Oi, oi, oi. Junge. Wie alt sind die? Locker 500 Millionen Jahre oder so, kann es sein? Kollege, schau mich nicht an, Mann. Du machst mir Angst, Digga. Einfach Ninja Turtle. Kollege, was schaust du mich so an? Ich mach doch dir gar nichts. Leb weiter dein Leben, Bro. Gleich sehen wir uns wieder irgendwann. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich hoffe mal nicht, dass hier Dings Haie sind und hier rausspringen. Okay, doch, da sind Haie. Eieieiei. Das sind einfach Haie, Freunde. Oder? Kann das sein oder kann das nicht sein? Ich hoffe, ich bricht es jetzt nicht zusammen in dieser Brücke. Da mach mal keine Fratzen her. Schaut euch das an. Wackel mal nicht so rum, Kollege. Alter. Okay. Naja, passiert schon nichts. Schon stabil. Es muss stabil sein. Man kann ja nicht einfach so reinfallen, ja. Ey Nikita, wärst du jetzt hier, Mann? Es ist für dich ein Paradies mit deinen Fischen. Grüße gehen raus an Nikita, mein Bruder. Wir müssen auf jeden Fall mal in Urlaub zusammen, Nikita, du weißt Bescheid. Ach du Heilige, ich sehe den Krokodil. Was? Er chillt einfach wirklich ein Krokodil. Ach du Scheiße, Digga. Was? Zwei sogar? Okay, nein, ist nur einer. Oha, ist auch einer? Also die Taucher, die kontrollieren, glaube ich, alles und prüfen die Qualität, glaube ich, oder sowas in der Art. Aber echt, das sieht echt wie im Film aus, wenn hier so ein Taucher drin ist. Sehr interessant, mal anzusehen. Wow. Sehr nice. Es muss hier bestimmt ein Hai sein. Irgendwo muss hier ein Hai geben. Wenn es hier kein Hai gibt, dann bin ich maximal enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen. Was?
mir gerade einen schwarzen Tee noch gegönnt. Jetzt geht's langsam zum Ausgang. Ihr habt schon so gut wie alles gesehen. Ja, jetzt mache ich mich auf den Weg nach draußen und dann erkunde ich noch ein bisschen die Stadt. Las Palmas, die Hauptstadt. Und dann geht's wieder zurück ins Hotel und dann zum Meer. Wow. Was ist das denn? Mr. Krabs. Der Auserwählte. Ist das Mr. Krabs oder wer ist das? Boah, was ein dicker Fisch. Boah. Okay, hier ist auch ein Taucher unterwegs. Bruder, du bist in meinem YouTube-Video drinnen. Grüße raus an dich. Gute Arbeit machst du, Kollege. Good job. Ist das ein Lachs? Kann das sein? Ich glaube nicht. Nein. Doch, das ist ein Lachs. Lachs Salmel. Ein südamerikanischer Lachs Salmel. Alles klar. Den Kollegen esse ich manchmal, ne? Das schmeckt sehr lecker. Das klingt jetzt irgendwie so. Keine Ahnung, wie es jetzt klingt. Aber den Kollegen esse ich echt sehr gerne. Du bist sehr lecker, Bro. Tut mir leid, aber. Ja. Anders geht's leider nicht. Und der Kollege chillt einfach unten. Sein Leben, alles klar. Jo, 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 komm hoch, Kollege, komm hoch. So. Was gibt's denn hier noch Interessantes? Piranha. Eieiei. Malacca. What is that? Piranhas. Oh mein Gott, Piranha. Freunde, ich glaube, ihr habt alle schon mal von Piranhas gehört. Das sind die gefährlichsten Fische auf dem Planeten. Okay, ne, sind sie nicht, aber wenn man denen begegnet, dann kannst du Ciao sagen, ne? Da war's es. Ja, deswegen schnell weg von den Kollegen. Wow. Sehr interessant. Hola, mi gente, hola, amigo, señorita. Was ist das denn hier? Lungfisch, Lungenfisch. Kollege, zeig dich. Komm nach oben. Du bist auf YouTube, Bro. Ich mach dich ein bisschen Fame. Du bist jetzt berühmt, Kollege. Der Lungenfisch. Du bist der Auserwählte. Junge, stell mal vor, ihr habt den einfach so in den Händen. Junge, sieht das eklig aus. Okay, hier ist noch ein zweiter. Bruder, zeig dich. Komm her. Okay, dann nicht. Dann laufe ich weiter. Tschüss. Hast deine Chance verpasst? Ja. Was will der machen? Ah, okay, hier ist schon der Ausgang. Ja, das war's dann auch, Freunde. Mit dem Rundgang im Poema del Mar, Aquarium Las Palmas. Meine Bewertung zu dem Aquarium, Poema del Mar, Las Palmas. Ja. Ich würde mal sagen, ich gebe dem Ganzen eine 9 von 10. War sehr cool, sehr interessant, mal die ganz großen, dicken Fische anzusehen. Die sieht man ja nicht jeden Tag und gibt es ja nicht auch in jedem Land, in jeder Stadt. Ja. Jetzt, glaube ich mal, laufe ich in die Stadt rein. Oder vielleicht nehme ich mir so einen Tourbus. City-Tourbus und da fahre ich bisher durch die Stadt rum. Oder ich gehe einfach spazieren, mal schauen. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Drama.
me like you still making music, man. Ask them kind of questions, shouldn't even shake your hand. Thought you were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off. Back up in the game like my vocals got their cast off. All I've been is cast off by those who seem to lack heart. Trying to give the world some hope, so through the dark I'll cast start. Hope it lights the way, brightens your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement, cause the internet's what you're opened no doors. You're no hero, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Hola mi gente, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade eine fette Pizza gegönnt bei dem italienisches Restaurant. Und jetzt möchte ich, da gibt es so ein Dings, Kolumbushaus, wo er darin gebetet hat, in seinem Haus. Und das sollte interessant sein, deswegen möchte ich da unbedingt hin. Aber zu Fuß sind es jetzt von hier 6 Kilometer oder sowas, eine Stunde laufen, deswegen fahre ich wieder mit dem roten Bus dorthin, am besten. Ich habe dafür 22 Euro bezahlt. Also man kann einen Tag fahren, 24 Stunden ist es gültig. Ja, deswegen fahre ich jetzt lieber mit dem Bus, anstatt zu laufen. Und danach fahre ich schon wieder nach Hause. Denke ich mal. Ja, hier ist so ein kleiner Strand. Boah, dieser Geruch. Der riecht richtig nach Fisch, oder? Kann es sein? Nach Fisch oder... Irgend so ein komischer Geruch. Oder ist es der Ozean? Entweder ist es ein Fischgeruch oder ist es ein Ozeangeruch. Eins von beiden. Ja, was soll das jetzt hier sein? Kreis, Dreieck, Viereck.